Jawohl, hier ist sie, die EP von Pauli, nämlich Where We Started. 5 Tracks sind drauf. Jawohl. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Musik natürlich auch reinhören, weil auf eurem YouTube-Channel gibt es, wenn man so will, ein, ja nicht ein Making-of, sondern es gibt so eine kurze, ein Teaser für diese EP. Und da kann man mal ein bisschen eure Sounds hören. Hier sind nämlich Pauli in Aktion, unter anderem auch im Studio. Jawohl, Pauli in Aktion bei der Aufnahme der EP. Du hast eben gesagt, in diversen Studios ist das entstanden. Ja, also heutzutage kann man ja wirklich sehr viel auch zu Hause machen. Und unser Gitarrist hat sich vor Jahren angefangen, ein eigenes Studio einzurichten bei den Eltern im Keller. Und wir haben einzig, glaube ich, nur das Schlagzeug haben wir in der Tresorfabrik in Duisburg aufgenommen bei Kumpels von uns. Und weil dafür braucht man einfach Platz. Ich glaube, sonst würden die Nachbarn da schon was sagen. Irgendwie. Das ging natürlich nicht im Keller der Eltern. Nee, aber ansonsten haben wir das auch, wir haben auch noch Bläser auf der EP. Und, die hatten wir eben auch gesehen, auch Posaune war, glaube ich, auch mit dabei. Genau, also Posaune sehr cool. Und unser Keyboarder spielt noch ein bisschen Trompete. Ja. Also, und genau, deswegen haben wir das quasi sozusagen, wo auch gerade Platz war, aufgenommen. Jetzt nicht ein Studio. Jetzt seid ihr ja in den nächsten Tagen richtig cool unterwegs, richtig groß unterwegs auch beim großen NRW-Tag in Bielefeld. Da ist ja mal richtig was los. Unter anderem ist ja das große Jubiläum nicht nur für die Stadt Bielefeld 800-Jahr-Feier, sondern auch 68 Jahre natürlich Geburtstag für unser Bundesland hier, für Nordrhein-Westfalen. Und ihr werdet aber auch mit dabei sein beim NRW-Tag. Schon ein bisschen aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute gesehen, dass auch irgendwie unter anderem so Andreas Burani da auftritt und so. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Riesensache, weil einfach sehr, sehr viele Leute natürlich kommen werden. Ja. Es gibt einfach, ich glaube, 15 Bühnen oder so. Das ist halt los. Wir haben es in so Quartiere unterteilt und also das wirklich 7 Meilen und 8 Bühnen, große Bühnen. Ja, und es ist halt vor allem auch immer das Schöne an so Festivalsachen oder Open-Air-Sachen, dass halt die Leute da sind. Ja. Also man muss jetzt nicht Werbung machen, dass die Leute kommen. Okay, wenn wir schlecht spielen, dann gehen sie natürlich irgendwie. Aber, das wollen wir nicht hoffen, das wird aber auch nicht passieren. Ja, wir geben uns Mühe, dass das nicht passiert. Aber das ist wirklich eine super Möglichkeit für uns. Ne? Und gerade als junge Band, die jetzt, sag ich mal, kein Plattenlabel im Hintergrund hat und Kohle und so, ist das wirklich eine super Sache. Und genau, am Samstag treten auf der Bühne, wo wir spielen, auf der WDR-Bühne, die 5 Finalbands auf von diesem Voting, wo wir gerade in der Endrunde sind sozusagen. Und die Siegerband darf halt im September beim WDR 2 Open Air spielen, zusammen mit Mando Diao, Jupiter Jones, irgendwie Element of Crime. Das ist schon sehr, sehr cool. Und das ist auf jeden Fall ein Ansporn, da ordentlich Gas zu geben. Definitiv. Das können unsere Zuschauer natürlich auch mal. Ihr könnt natürlich auch euch unter anderem dieses Making-of, dieses EP-Making-of bei uns auf der Homepage auch nochmal in Ruhe nochmal alles durchlesen. Das ist alles hier auf nrw.tv natürlich dabei, zu Gast bei Lifestyle Pauli. Und da habt ihr auch, wenn ihr runterscrollt, hier bei uns auf der Homepage natürlich auch nochmal den EP-Teaser zu Where We Started. Genauso auch natürlich verlinkt bei uns auf der Facebook-Seite da auch nochmal alle Informationen zu Pauli. Und das, was wir eben kurz angesprochen hatten, das geht bei euch vor allen Dingen auf eurer Homepage, nämlich listentopauli.com.
Und da gibt es unter dem Punkt Aktuelles natürlich die Information, dass ihr im Finale seid für diese Geschichte für eine Stadt. Und da ist auch direkt die Möglichkeit mitzuvoten, dass ihr dann tatsächlich auch mit Mando Diao, Jupiter Jones und Madeline Juno zusammen auch mit auf der Bühne stehen könnt. Und da hoffe ich mal und drücke euch vor allen Dingen auch die Daumen, dass das echt funktioniert, die Geschichte. Ist ja, vielen Dank. Ein kleines bisschen hin, glaube ich, ne, bis diese Nummer dann kommt. Ja, genau, das ist erst Anfang September. Ja. Aber das Voting geht quasi jetzt noch bis kommenden Montag, eine Woche lang. Man kann so häufig abstimmen, wie man möchte. Also es ist nicht so einmal quasi abstimmen und das war's dann. Und es ist auch nicht groß mit Einwählen, Login oder irgendwas, sondern einfach auf die WDR2-Homepage gehen. Genau, draufklicken, mit Pauli, man muss so eine, der WDR schreibt sogar auch dumme Frage beantworten. Okay. Also beispielsweise, wo steht der Kölner Dom, in welcher Stadt und so. Aber das ist halt genau relativ simpel und wir würden uns freuen, einfach echt zu spielen, weil es eine Riesenmöglichkeit ist. Das würden wir uns natürlich auch für unsere Jungs hier aus Düsseldorf, natürlich für Pauli, alle fleißig mitvoten, dass sie dann auf der großen Bühne wirklich auch stehen können. Gleich im letzten Block werden wir, und da freue ich mich sehr drauf, dich mal wirklich auch an der Akustikgitarre hören. Da wirst du einen Song für uns performen, der nicht auf der EP mit dabei ist. Den performst du halt sehr gerne auch solo dann. Freue ich mich sehr drauf gleich. Im letzten Block hier natürlich bei uns bei Lifestyle. Pauli immer auch zu Gast. Adrian Pauli hier bei uns aus Düsseldorf. Weiter geht's jetzt hier bei uns mit Klickblick.